Servus und willkommen zurück, liebe Leute, zu Rogue Legacy. Let's play Rogue Legacy, Entschuldigung. Ja, letztes Mal haben wir Kidare besiegt, endlich, nach über, weiß ich nicht wie viele Jahren. Nein, egal. Jetzt erstmal weiter mit den Weg hier. Da habe ich nämlich gerade keinen Bock drauf jetzt, auf diese Gehüpfe da und das geht rum. Ist dein Ernst? Ja, Castle war doof. Also, Lady Faye slipped away. Wir nehmen... Lady Sonia nehmen wir mal. Okay, ja, das hat ja nicht viel gebracht, so. Oh, ist ein Spell-Sief, habe ich gar nicht gemerkt, ups. Naja. So, wenn die Musik jetzt zu laut ist, zu leise sein sollte, ich hätte mich ein bisschen leiser gestellt. Mal kurz. So, gucken wir mal, ob das jetzt besser ist. Ja. War jetzt immer noch ein bisschen zu laut, ne? Hoppsa. So. Wir müssen ja jetzt den Wald unsicher machen. Das ist ja so unsere Aufgabe. Ne, komm ich nicht durch, okay. Da wir Kidare ja besiegt haben. Im letzten Part. Geht's weiter mit dem nächsten Boss. Das wäre in dem Fall, ich weiß nicht, wie heißt Alexander oder so? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und das hier wird sehr wahrscheinlich nicht das sein, wo wir hinwollen. Ne. Nee. Das haben wir ja letztes Mal auch schon mal gehabt, dass wir da gewesen sind und dass wir da halt ein bisschen Glück gehabt haben. Ja, und ihr seht, hier kommt er nur als kleiner Zwerg durch. Wäre da hinten wieder eine Kiste, aber naja. Sollte uns nicht so weit stören. So. Und da ist noch eine Kiste, wo wir nicht dran kommen. Wie soll man denn dran kommen, bitte? Hm. Ah, vielleicht von rechts, von oben rechts vielleicht. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir suchen erstmal weiter den Weg. Na toll. Hier irgendwo kommt man da, glaube ich, lang. Irgendwo kommt man da rein und dann kommt man von da aus. So wie hier halt, ne? Hier können wir nochmal runter. Ich glaube, hier ist aber nichts Wichtiges. Ne? Ach, Mann, oh Mann. Sehr schlimm hier. So. Oh, hier haben wir noch ein Notizbuch. Schnell durchgelesen. Oh, wow. So, ja, auf jeden Fall ein bisschen Gold gekriegt jetzt so. Als Entschädigung dafür, dass wir bei den anderen Kisten nicht reinkommen. Wer hätte das gedacht? So. So. Jetzt gehen wir mal nach oben. Und hier gibt's Take No Damage. Okay. Okay. Das war's dann wohl gewesen. Wir
Wäre eigentlich nicht so schwer gewesen. Ich habe mich so dumm angestellt, muss ich sagen. So. Hier wäre dann der Kidra-Boss oder der Kidre. Und den haben wir ja schon besiegt. Den können wir auch nicht nochmal besiegen. Das heißt, wenn wir jetzt hier rechts gehen, sollten wir normalerweise. Weiter Richtung Wald kommen. Was ich aber allerdings gerade nicht weiß, ob das wirklich so. Okay. Hier hätten wir noch mal. Oh Gott, nein, da will ich noch nicht hin. Das ist das letzte Gebiet, wo ich hingehen werde. Das könnt ihr mir glauben. So, aber jetzt richtig hier, ne? So, genau. Und dann geht das auch hier eigentlich einigermaßen. Ihr merkt schon. So. Wir kriegen natürlich wieder ein bisschen Leben dazu. So. Nicht immer. Aber es sollte funktionieren. So. Nur noch 18 AP. Das ist schlecht. Ach, da war ein Scheibenkleister. Ja, hab ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, leider. Wir nehmen Sir Hero. Ja, Sir Hero. Der Hero klingt gut. So, so, 2003 brauchen wir dafür. Ich könnte wir gucken mal. guten Tag, der Herr. Wir könnten, das haben wir jetzt auch ausgewählt. Okay. Hier können wir, glaube ich, was kaufen, ne? Okay. Grand Boss Pimpian, Multiple Sticks. Okay. 600. Kann man irgendwas machen mit? Außer rumdörpen, ich glaube nicht. 900. 970. Ne, schaut nicht so aus. Was kostet das denn hier bei? Oh, 950, okay. Naja. Sollen wir das Castle Shutdown? Das ist eine gute Frage. Komm, wir machen das Castle einfach mal ganz kurz so. Wir haben ja relativ viele Dinge gefunden. Naja, du kriegst mein ganzes Gold, das ist klar. So. Dann haben wir nämlich hier hinten, nämlich können wir nämlich direkt weiterlaufen. Wir könnten versuchen, hier irgendwas zu reißen. So, hier ist nämlich nichts mehr, ne? Nee, okay. Ja, machen wir einfach mal so. Machen wir es bei dem. Weil eigentlich relativ, der Hauptaspekt jetzt ist eigentlich, dass wir gucken, dass wir halt die Bosse platten natürlich. Ne? Die Bosse platten. Platten.
So. Ah, da war noch ein Gegner. Hallo. So. Ein bisschen Mana-Tränke. Okay. Gucken wir mal. Halleluja. Okay, das ist ein Schild. Hier ist wieder unser Mister. Ja, ja. Nothing, stupid, bla bla bla. Okidoki. Kriegen jetzt zwar nicht so viel Gold, aber wir haben jetzt hier wenigstens wieder ein... Das, was wir vorhin hatten. Okay. Oh Mann. Okay, das war nicht geplant. Mr. Bones, no, warum tust du das mir an? So, wir werden dieses Mal Fußruder. Okay. Wir nehmen wir einen normalen Helden, würde ich sagen, oder? Ja, da können wir eh nichts machen. Wir werden das Castle wieder mal runter machen. Damit, ja, würde ich sagen, damit wir hier ein bisschen vorankommen und nicht andauernd diesen Gegen suchen. Man will ja auch keine 20.000 Jahre hier hängen, ne? Schade, hätte ja klappen können. Oh, können wir wieder mit ihm reden, okay, cool. Ah, oh, nee, okay. Eine Chest pro Person. Nö, toll. Muss mal ein bisschen gucken. Oh, okay. Okay, okay, okay. Wir nehmen Lady Sonja. Und diesmal machen wir das Castle nicht runter, weil das doof ist. Würde ich sagen. So. Lass mich hinein. Neues Castle, neues Glück, würde ich sagen, behaupten, ne? Ja, also, ne? So ist das.
machen. Okay. Hat ja total funktioniert, ne? Nicht wirklich. Gut, liebe Leute, wir werden in der nächsten Folge des Spellsword, naja. Nein, nicht wirklich. Wir werden, genau, wir nehmen Sir Grey, den Lich. Und wir sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Rogue Legacy. Bis dahin, euer Nighty Zockt.